Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Wie immer schafft es die AfD, faktenfrei zu argumentieren und dabei maximal rassistisch zu sein. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit und habe schon vor Jahren, bevor eine gewisse Anzahl Flüchtlinge nach Deutschland kam, ein Buch geschrieben, das heißt Ein bisschen gleich ist nicht genug und enthält ein Kapitel über das Thema Gewalt gegen Frauen. Da sind auch Statistiken enthalten. Ich kann Ihnen gerne eine Kopie zukommen lassen. Ich lese Ihnen da mal ein paar Zahlen vor. 2014 160 Femizide pro Jahr. 2015 waren es 136, also weniger als 160. Seitdem haben wir fast jedes Jahr eine absinkende Zahl. Und ich will damit nicht sagen, dass das Problem klein geworden ist. Es ist immer noch skandalös groß. Aber 2019 waren es 117 Femizide. Im Vergleich zu 160 im Jahre 2014 offensichtlich ein Rückgang. Was zeigt, dass Ihre rassistische Argumentation einfach mal nicht Fakten standhält und Sie blind dafür sind, dass es dieses Phänomen tatsächlich bei uns in Deutschland gibt, schon immer gab und dass es nichts mit den von Ihnen beschriebenen Phänomenen zu tun hat. Frau Harder-Könel, wollen Sie an? Bitte schön. Also es ist wunderbar.